Guten Abend, Herr Regierungsrat Alex Hürzeler. Sie kommen hier gerade aus dem Gemeinsaal von der Operette in Müriken und haben dort die Aufführung gesehen, die Herzogin von Chicago. Wie hat Ihnen das gefallen? Wunderbar, es war eine tolle Geschichte. Kultur vom Feinsten und vom Besten. Freut natürlich den Kulturdirektor vom Kanton Aargau. Merci, das hören wir sehr gerne. Was hat Ihnen besonders gut gefallen an dieser Operette? Ja, es ist auch das ganze Ensemble, also vor allem auch die Akustik und die Solisten, aber der Chor und auch das ganze Bühnenbild. Also ich bin sehr begeistert. Herzliche Gratulation der Operette Müriken Wildegg. Ich als Multitalent den Giger so super gut gefunden. Was haben Sie da dazu zu sagen? Ja, das war natürlich ein Farbtupfer und ich nehme auch vor allem den Frauen auch sehr gefallen, natürlich der Zigeuner. Im Vorfeld hat man ein bisschen Bedenken gehabt mit dieser Operette, und zwar, wenn man das Gefühl hat, ja, die ältere Generation, die kann vielleicht schlecht umgehen damit, wenn so klassische Musik, klassische Operettenmusik gemixt wird mit moderner 20er-Jahr-Musik. Wie haben Sie das empfunden? Also mir hat das sehr gefallen, die Abwechslung, und ich glaube, es hat für alle hat da etwas auch dabei, so ein bisschen wirklich die amerikanische Musik, oder Charleston, aber auch Walzer und vor allem natürlich die ungarische Melodien, die gefallen mir auch bei Operetten vor allem. Was würden Sie sagen, wenn jemand jetzt immer noch am Wehrweisen ist, soll ich jetzt die Operetten schauen oder nicht? Ja, unbedingt. Sofort noch buchen. Ich habe es auch noch ganz knapp 2 Plätze gefunden. Also unbedingt noch anrufen, das muss man gesehen haben. Herzlichen Dank, Herr Regierungsrat Alex Hürzeler, und noch einen schönen Abend. Ja, danke auch. Hat mich sehr gefreut. Es war wunderbar gewesen.